Moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu OZIG Adventure Powered by AIDA. Ja, mittlerweile Folge Nummer 5. Es ist sehr viel passiert im Monat Mai. Ich versuche euch das mal so in drei Teile aufzuteilen. Angefangen vom Nachgang der deutschen Kleinbootmeisterschaft hin bis zur Hügelregatta in Essen. Dann die Hügelregatta selbst und alles, was seitdem bisher noch passiert ist. Nach den Kleinbootmeisterschaften in Krefeld, die für mich natürlich, wie ihr mitbekommen habt, nicht so erfreulich waren, stand so ein bisschen im Raum, was mache ich jetzt? Fahre ich weiter in einer die Hügelregatta oder gibt es andere Optionen? Doch durch das ja, durchwachsene Ergebnis, würde ich sagen, standen nicht so viele Möglichkeiten im Raum. Aber, und das fand ich sehr, sehr cool, kam Heino bzw. auch Olli Zeidler auf mich zu und meinten, es wäre für Ollis Vorbereitung auf die weitere Saison von Vorteil und würde sich ganz gut ergeben, wenn wir auf der Regatta in Essen im Zweier an den Start gehen wollen. Wie konnte ich natürlich anders außer Ja sagen? Die Trainingswochen, die anderthalb Wochen, die wir dann noch hatten, waren echt sehr lehrreich für mich. Ich habe sehr schnell gemerkt, was Olli noch ausmacht oder noch mehr ausmacht als das, was ich schon vorher wusste. Der Doppelzweier, das Training war zum Teil sehr intensiv für mich, aber wir sind echt auch gut ins Rutsch gekommen und hatten dann auch nach 6 Einheiten auch schon die Hügelregatta vor der Brust. Die Hügelregatta selbst, der Baldener See in Essen, der eine oder die andere kennen ihn vielleicht von euch, sehr anfällig für Wind und Welle. Und dies haben wir dann auch am ersten Trainings- bzw. auch am Regattatag selbst, am Samstag, sehr schnell zu spüren bekommen. Im Vorlauf, Samstagvormittag, kam noch nicht so viel zusammen. Und Olli und ich hatten da tatsächlich echt ein paar Probleme, auf Speed zu kommen. Das konnten wir dann aber Samstagnachmittag im Finale ganz gut ausgleichen und beendeten den Samstag, den Regattatag, mit Platz 2 hinter dem favorisierten deutschen Boot Moritz Wolf und Max Appel. Da waren wir schon sehr, sehr zufrieden mit und konnten am Sonntag mit einem ähnlich guten Rennen, allerdings dort mehr dann auf den zweiten 1000 Meter, wieder einen zweiten Platz erfahren. Hinter Marc Weber und seinem Zweierpartner Jonas Gelsen. Und für mich der dritte Abschnitt des Monats Mai war dann die Phase nach der Hügelregatta, wo der Deutsche Ruderverband lange beriet, ob sie mich zu internationalen weiteren Wettkämpfen einladen können oder dürfen. Es war ganz schwierig, auf der Argumentationsgrundlage meines Abschneidens bei der Kleinbootmeisterschaft mich da irgendwie mit in die Mannschaft aufzunehmen. Aber es gab eine Option und diese Option sah so aus, dass ich als zusätzlicher Ersatzmann zur Mannschaft dazustoße auf eigene Kosten, die vor allem die Reisekosten München-Ratzeburg vorsehen, aber auch der World Cup-Start, dass der aus eigener Tasche finanziert wird. Und so wurde ich dann mitgenommen nach Ratzeburg für die beiden Trainingsblöcke in den vergangenen Wochen, wo ich zusammen mit Jannis, dem gesetzten Ersatzmann, einen Doppelzweier bilden durfte oder auch gebildet habe und wir uns ja, intensivst auf den anstehenden World Cup in Poznan vorbereitet haben. Zielsetzung dabei ist natürlich wieder für mich, ruderisch weiter voranzukommen, weiter auch internationale Erfahrungen zu machen im Skull-Bereich. Und es war natürlich auf der anderen Seite auch für den Jannis ein Riesenvorteil, nicht im Einer als Ersatzmann mit der Mannschaft mitzufahren, sondern doch in einem Mittelboot weiterzufahren. Und Zielsetzung für den World Cup ist natürlich, um jeden Platz zu fighten und wenn es geht, auch den einen oder anderen zu ärgern, aber auch weitere Argumente zu liefern, um weiter in der Nationalmannschaft zu sein oder auch vielleicht nochmal in eine bessere Situation oder auch in eine andere Bootsklasse nochmal zu kommen. Das liegt aber leider nicht in meiner Hand und das werden wir in der nächsten Folge sehen. Kommen wir zum OZIG des Monats. Ihr wisst, das ist ein Moment abseits des Rudersports, den ich besonders hervorheben möchte. Dieser war im Monat Mai der Besuch meiner Familie und meines Bruders. Es war richtig geil, mit denen Zeit in den Bergen zu verbringen.
aber auch die gemeinsame Trainingseinheit mit meiner Mutter in Oberschleißheim auf der Olympischen Regattastrecke zählt jetzt für mich zu einem ganz besonderen Moment. Es hat richtig Bock gemacht und ich freue mich auf den nächsten Besuch meiner Familie. Kommen wir zur Note des Monats. Und der Monat Mai bekommt von mir die Note 3. Relativ einfach zu erklären. Ich bin sehr zufrieden damit, dass ich jetzt mit der Skull-Nationalmannschaft zum World Cup nach Polen fahren darf und mich dort zeigen darf. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ich rein ruderisch noch viel Potenzial habe. Und der Monat Mai hat mir auch wieder gezeigt, dass ja, man nichts geschenkt bekommt und jede Platzierung hart erkämpft wird und ich muss weiter hart dranbleiben. Daher die Note 3. Ja, ihr Lieben, das war's schon wieder vom OZEG Adventure. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin total gespannt, was der World Cup in Polen so bringt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten bei der nächsten Folge OZEG Adventure. Bis dahin, haut rein, macht's gut, euer Hannes.